Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder da seid. Wir warten jetzt einfach noch ein paar Sekunden, bis sich noch ein paar zugeschaltet haben. Und dann kann es losgehen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Und wenn ihr mich gut hört, dann macht doch einfach mal den Daumen hoch. Okay. Schön, dass ihr zum dritten Workout heute hier dabei seid. Ich bin die Bettina und möchte euch heute mal Pilates vorstellen. Für alle, die Pilates noch nicht kennen, würde ich das jetzt ganz kurz mal vorstellen. Bei Pilates macht man sehr langsame, sanfte Übungen. Also sie sind niemals schwungvoll ausgeführt, ganz bewusst und konzentriert. Wichtig dabei ist die Atmung. Wir machen eine seitliche Brustkorbatmung mit gleichzeitiger Anspannung unseres Zentrums. Da kommen wir aber nachher noch mal näher dazu. Bei Pilates wird nicht nur unsere Front, sondern auch unser Rücken gut gestärkt, unser Körper stabilisiert und unsere Fitness einfach ein kleines bisschen gefördert. Jetzt wollen wir aber auch schon loslegen. Wir wärmen uns auf und dazu mobilisieren wir unseren Körper so ein bisschen, damit wir ihn weich machen und auf die Pilates-Übungen vorbereiten. Dafür stellen wir uns hin in einer leichten Grätsche. Die Fußspitzen zeigen leicht nach außen. Und wir nehmen jetzt mal einen Arm und ziehen ihn immer schräg auf die andere Seite rüber. Atmen dabei gleichmäßig weiter und dehnen schön unsere Seite aus. Dasselbe machen wir auf die andere Seite. Nehmen den anderen Arm und ziehen rüber. Dann nehmen wir noch unseren ersten Arm, nehmen den schräg am gegenüberliegenden Bein vorbei und ziehen ihn weit in die Öffnung. Wir schauen hinterher, halten kurz, gehen wieder tief und schräg nach oben. Tief, schräg nach oben. Auf die andere Seite. Schräg nach unten und weit nach oben ziehen. Schau der Hand immer hinterher. Nehmen beide Arme nach oben und beschreiben hier oben mal einen Kreis und versucht diesen Kreis in einer Höhe zu beschreiben. Also nicht vorne ganz weit runter und hinten weniger weit, sondern in einer Linie. Dasselbe machen wir in die andere Richtung. Jawohl, wunderbar. Dann stellen wir die Beine etwas näher zusammen und kreisen nur unser Becken. Halten den Oberkörper ganz ruhig, mobilisieren unser Becken. Und dabei wird nicht nur unser Becken beweglich gemacht, sondern auch unser unterer Rücken. Unser Körper wird ganz weich.
Wir kreisen in die andere Richtung. Wir halten wieder in der Mitte, machen unser Becken ein wenig locker. Und dann geht es schon los mit der ersten Pilates-Übung. Das ist eine Vorbereitungsübung, ganz einfach. Sie heißt über den Gartenzaun. Ich mache sie immer einmal vor, beschreibe sie euch kurz und dann machen wir es gemeinsam. Wir gehen weit mit den Armen nach oben, atmen dabei tief ein. Beim Ausatmen greifen wir weit über einen Gartenzaun mit gestreckten Beinen, so tief wir können. Atmen unten wieder ein. Und beim Ausatmen kommen wir langsam wieder nach oben und aktivieren unser Powerhouse. Powerhouse aktivieren heißt, ihr stellt euch einen Gürtel vor, den ihr beim Ausatmen ganz eng zusammenzieht, den Bauchnabel weit nach innen zieht und dabei die volle Körperspannung haltet. Das machen wir jetzt 6 bis 8 Mal zusammen. Wir atmen tief ein. Ausatmen, aktivieren das Powerhouse, gehen tief nach unten. Atmen wieder ein. Und in der Ausatmung rollen wir uns langsam wieder auf. Und ein. Powerhouse, Gürtel eng schnallen und tief gehen. Zweimal das Ganze, einatmen, Bauchnabel weit nach innen ziehen, Gürtel eng schnallen und tief gehen. Unten wieder einatmen und Wirbel für Wirbel aufrollen. Und ein letztes Mal. Sehr schön. Vielleicht habt ihr gemerkt, dass ihr mit jedem Mal ein bisschen beweglicher wurdet, ein kleines Stück tiefer kamt. Das wäre schon super. Jetzt legen wir uns auf den Rücken, auf die Matte. Stell die Füße auf. Und achtet mal auf euren Rücken. Ihr müsst hier einen kleinen Spalt spüren, dass ihr die natürliche Lordose erhaltet, auch wenn ihr die Bauchspannung macht. Atmet mal tief ein, atmet aus, aktiviert euer Powerhouse und achtet darauf, dass ihr euren Rücken nicht ganz auf die Matte drückt. Die nächste Übung ist die 100. Ihr nehmt euren Kopf hoch, schaut Richtung Bauchnabel und auch die Schultern sind angehoben. Die Arme sind nach vorne gestreckt, die Handflächen schauen nach oben. Ihr atmet ein und geht 5 Mal mit den Händen nach oben. Und beim Ausatmen schieben die Hände nach unten. Einatmen hoch. Ausatmen tief. Und denkt dran, jedes Mal beim Ausatmen ein klein wenig das Powerhouse noch stärker anzuspannen. Und wie die 100 so schön sagt, versuchen wir das 100 Mal. Wenn ihr allerdings spürt, dass eure Bauchspannung nachlässt, dann hört bitte auf. So, wir haben Halbzeit. Und die nächsten 50.
geschafft. Wunderbar. Ihr macht, was euch gut tut. Macht euer Becken locker, macht eure Schultern ein wenig locker. Und dann sind wir auch schon bereit für die nächste Übung. Roll up heißt diese Übung. Ihr habt wieder eure Füße aufstehen. Jetzt die Fersen, die Fußspitzen ziehen nach oben. Und in der Ausatmung rollt ihr euch ganz langsam nach unten ab, Wirbel für Wirbel. Atmet unten tief ein und beim Ausatmen rollt ihr euch genauso langsam wieder nach oben. Wenn es nicht geht, wenn ihr das gar nicht schafft, ganz nach oben zu kommen oder nur mit einer ruckartigen Bewegung, könnt ihr euch einen Partner nehmen, der eure Füße festhält, dann geht es viel einfacher. Oder ihr klemmt sie einfach irgendwo unter einen Schrank, unter eine Bettkante und haltet euch so fest. Einatmen, dabei nehmt ihr den Rücken schön gerade. Und beim Ausatmen rollt ihr euch unter Bauchspannung Wirbel für Wirbel. Unten tief einatmen. Und ausatmen, langsam Wirbel für Wirbel nach oben kommen und den Rücken wieder strecken. Einatmen und ausatmen tief. Vielleicht merkt ihr schon, dass es mit jedem Mal ein wenig einfacher geht. Und wieder noch zweimal. Sehr schön. Dann macht euch einfach kurz rund, lockert euren Rücken ein wenig aus und macht wieder, was euch gut tut. Wir legen uns wieder auf den Rücken und gehen jetzt ins Bridging. Das heißt, in die Beckenbrücke nach oben. Oben strecken wir dann ein Bein nach oben und gehen mit dem Bein tief und hoch. Wem das zu anstrengend ist, der kann auch einfach nur mit dem Becken in der Ausatmung tief gehen und dann wieder nach oben gehen. Wir legen uns ab, achten wieder auf die natürliche Lordose, atmen tief ein und in der Ausatmung kommen wir in die Beckenbrücke. Atmen einnehmen, ein Bein gestreckt nach oben, strecken dabei die Fußspitze lang. In der Ausatmung zieht ihr die Fußspitze ran und gehen mit dem Bein parallel zum anderen Oberschenkel. Bleiben aber mit dem Becken ganz oben. Einatmen, hochkommen, ausatmen, Fußspitze ranziehen und parallel mit den Oberschenkeln kommen. Einatmen, hoch, ausatmen, tief. Halt dein Becken ganz oben. Ein und aus. Vergiss dein Powerhouse nicht beim Ausatmen. Spann deinen Gürtel eng. Und noch einmal mit dem ersten Bein. Das Bein langsam abstellen und Wirbel für Wirbel tief kommen. Mach dein Becken locker, indem du zwei, dreimal rechts rum und zwei, dreimal links rum kreist. Und dann machen wir das Ganze natürlich mit dem anderen Bein. Wir atmen tief ein. Beim Ausatmen kommen wir Wirbel für Wirbel nach oben, gehen in die Bridge, Bauchspannung haltend. Einatmen, das andere Bein gestreckt nach oben. Und in der Ausatmung die Fußspitze ranziehen und parallel mit den Oberschenkeln ziehen. Einatmen hoch, ausatmen tief.
Und ein. Und ein letztes Mal tief, langsam abstellen und Wirbel für Wirbel wieder tief. Und mach dein Becken locker. Wir kommen über die Seite in den Sitz und machen im Sitz eine leichte Grätsche, so dass wir unseren Oberkörper schön aufrecht halten können. Wir gehen in die Säge. Dafür nehmen wir die Arme auf die Seite, Schultern schön aufsetzen. Beim Einatmen drehen wir uns auf eine Seite und beim Ausatmen gehen wir mit der Hand zum gegenüberliegenden Fuß. Einatmen, wieder hochkommen, ausatmen zur Mitte. Einatmen die andere Seite, ausatmen, versuch den Rücken gerade zu halten und geh mit der Hand tief. Einatmen zurück, ausatmen zur Mitte. Einatmen zur ersten Seite, ausatmen, Powerhouse aktivieren, geh tief. Atme ein, komm hoch. Atme aus, geh zur Mitte zurück. Atme ein, atme aus. Wir nehmen jede Seite noch einmal. Komm so tief du kannst. Atme ein, komm hoch. Atme aus, geh zur Mitte. Atme ein, komm zur anderen Seite. Und atme aus. Atme ein, komm zur Mitte. Und noch geschafft. Wunderbar. Jetzt kommt noch eine kleine Kraftübung. Du gehst ins Brett, in die Stützkraft. In den Unterarmstütz nimmst deine beiden Unterarme parallel, stellst dich auf die Fußspitzen und gehst in die Brettposition. Spannst dabei deinen Rücken gut an. Du atmest ein und beim Ausatmen spannst du dein Powerhouse an und nimmst ein Bein nach oben. Atme tief ein, ausatmen, komm hoch. Atme ein, stell das Bein ab. Atme aus, nimm dein anderes Bein nach oben. Atme ein, stell. Atme aus. Atme ein. Einmal noch das zweite Bein und dann versuch dich mal in der Ausatmung ganz langsam Stück für Stück abzunehmen. Und hier sie locker machen. Wunderbar. Wir kommen auch schon zur letzten Übung. Dafür legst du den Kopf auf eine Seite, verschränkst die Hände hinter dem unteren Rücken. Drückst deine Fersen zusammen und die Fußspitzen etwas nach außen. Beim Einatmen ziehst du mit den Fersen zum Gesäß und beim Ausatmen streckst du dich ganz lang. Einatmen, dreimal mit den Fersen zum Gesäß, ausatmen, streck die Beine lang, die Arme lang und am Kopf zieht dich ein Faden ganz lang nach vorne. Beim Einatmen drehst du den Kopf auf die andere Seite. Dreimal lang. Ausatmen, langstrecken.
Einatmen, erste Seite. Ausatmen, lang ziehen. An. Und streck dich. Jede Seite noch zweimal. Versuch in der Streckung den Bauch so weit du kannst nach innen zu ziehen und anzuspannen. Und lösen. Mach dich ganz klein, setz dich hinten auf deine Füße, mach den Rücken ganz rund und entspann deinen Rücken. Atme dabei tief ein und aus. Die Arme mit nach oben und recken und strecken. Ziehen uns ganz lang. Und lassen wir die Arme hängen, die Schultern hängen, schütteln alles durch, machen alles locker. Und das war's. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns bald wieder und wenn es euch gefallen hat, Daumen. Bis dann!